Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Surviving Mars. Und ja, die Raketen werden weniger. Kuppel ist Marsch. Nee, doch nicht. Das glaube ich, darüber ich operiert, oder? Gut, egal. Wir haben schon fast 6% haben wir schon erledigt. Aber nur fast. Dauert noch ein bisschen. Uns gehen die Steine aus. Wie nehmen sie eigentlich irgendwie? Schon einiges. Ja, das interessiert mich gerade nicht. Resources are low. Na, wollte eigentlich auch ein bisschen was ist. Ja. Ich ist ein bisschen die Frage. Ich kann nicht mehr wie 27. Scheiße. Ah, Gott. Hauptsache, das ist komplett auf. Yep. So weit. Research complete. Ich weiß, nerv mich jetzt nicht die ganze Zeit damit. Ah, eigentlich. Ah, da hinten haben wir was. So, was haben wir da? Defekte. Der Stoffschirm hat sich gelegt, aber der Schaden an der Kuppel ist nach wie vor eine Bedrohung für die Kolonisten. Es kann denkenlos ein Reparaturteam nach draußen geschickt werden, um den Riss in der Kuppel zu versiegeln und zukünftige Lecks zu verhindern. Möchtest du ihnen irgendwelche besonderen Anweisungen? Effekt ist, dumm, keine neuen Brüche mehr sehen. Vorhandene Brüche werden von den Drohnen automatisch repariert. Überprüfen wir alle doppelt und sorgen wir dafür, dass die Sicherheitsprotokolle eingehalten werden. Die Reparaturen werden 24 Stunden dauern. Wir müssen uns sofort um das Problem sich beeilen. Die Reparaturen werden 8 Stunden dauern. Es können dabei weitere Schäden kommen. Ja, was ist das? Obere natürlich. Sonst. Wir haben dann glaube ich da noch was. Ich müsste glaube ich jetzt auch wieder noch. Die mit diesen Scheißbrüche. Ich weiß, dass da unten Brüche sind. Jetzt nerv mich bitte nicht damit, ja? So. Ich könnte mir das jetzt da einsetzen. So, ja. Und dann mit Tiefe. Ich warte, bis die scheiß Rakete weg ist. Lange dauert das Kram noch. Nicht mehr lang, zum Glück. Ah. Ja, wir machen gar nicht das Boden. Was ist das? Drohnen und Schrottes versuchen mindestens 0 von jeder hier eingelagerten Ressourcen einzuladen. 0. Ich will das nicht, das ist alles weg. Ja, Schwachsinn, wenn das ist. Brüche interessieren mich jetzt gerade wenig. Sie fix. Ja, so. 1, 2, 3, 4. Zählen, ja gut. Egal. Dann passen. Das ist fast voll, das ist auch schon voll und die können es nicht holen oder was.
Aber weißt du was? Wir tun einfach das einfach so stellen fertig. Neue Raketen, Anomalien, ja, das habe ich auch genau nicht gut gesagt, aber. Oder fuck, ich repariert, ja. Jetzt muss ich echte Raketen runterholen. Talle. Oh, 100%. Zwei, drei und null. Das hat wie viele? Acht. Nochmal ist bei fünf. Sektor scan. Da hat hier fünf Drohnen. Dann machen wir auch mal fünf Drohnen dazu. Und dann hier unten hat noch so viele wie es geht eigentlich. Drei. Naja, wie 27 geht nicht, habe ich das Gefühl, oder? Ja gut. Ist dem halt so. Ich brauche den nicht so schicken, wenn die nicht weg sind. Oh, kann ich schauen, weil ich brauche immer wieder Passagiere. Eigentlich. Hello there, folks, and welcome back. This is the Red Frontier with me, Kim Tae-hee Anderson. There are a lot of similarities between baseball and life. The way we react to circumstances in a game. Ich hoffe mal, dass jetzt die genügend Chronisten da sind. Sometimes you lose, and sometimes you win. Like it or not, it's part of the deal. You know, when I've been to a ball game and my team lost, Temperatur. I lose all my energy and feel like Der Parameter Temperatur dropping zeigt die globale Oberflächentemperatur des Mars. Mit Temperaturen werden für flüssiges Wasser, Regen und lokale Pflanzenwuchs benötigt. Die Temperatur wird durch Terraforming, Bombing, bla bla bla. Ja. Das heißt, wir haben das nächste freigeschaltet, oder wie? Ja. Even if the chances to win are non-existent. Oh, Sonne haben wir es auch. You know, when the going gets tough, the tough gets going. Let this next song fill you with faith and energy to go on. Was ist ganz nach oben? Da kann man das immer noch machen, zack. Was Saatgut bräuchte man jetzt eigentlich mal? So, was ist denn dieses Mars-Treibhaus, was wir da haben?
Verbrennt eine Mischung aus Treibstoff und lokal gewonnenem Kohlenstoff in Treibhausgase versetzt und so durch die globale Temperatur zu verbessern. Das führt zu einer signifikanten Steigerung der Terraforming-Effekte bei niedrigen Temperaturen. Sector scanned. Anomaly found. Keine Ahnung, wo wir es hinsetzen. Wir setzen es einfach mal, würde ich mal sagen. Ah. Alles scheiße. Wo könnte man jetzt den ganzen Spaß hinsetzen? Irgendwo ist eigentlich... Ach, müssen wir es einfach machen. Ja, jetzt muss wieder so kommen, was kommt. Ja, klar. Stimmt, wir können jetzt nach oben eigentlich fahren und schnell mit den beiden Bohrern. Und könnten dann die auch mal einsetzen. So. Achso, die wollte sowas haben, ne? So. Das war das nicht. So, wir machen das erstmal das hier. So. Na, holen wir uns erstmal die ganzen Bauch an. Wir haben. Die mit den zwei nehmen wir damit nach oben. Ja, ja, Metall ist in dem Arsch, ich weiß. So, das ist mal da hin und Edelmetalle. Das ist mal da hin. Nächste Rakete. Ah, die ganzen Drohnen da langfahren. Ah, das müssen wir auch mal langsam ändern. Ui, die Rakete ist ja weg. Ui. Nett. Können wir da weitermachen. Wenn es das geben würde. Ich setze es extra so entlang, aus dem Grund, weil es nämlich dann hauptsächlich schon unter den ganzen unter allem ist. Was eigentlich ganz, ganz gut ist. So. Das ist das nächste auch wieder hier. So. Deine Aufmerksamkeit wird verlangt. Du lächelst, als du die neuesten Berichte über die Kuppeln liest, die den Strom das ist auch für den Riss der Fehlfunktion der Luftschleusen. Das Problem wurde jedoch verhoben und der. Ja, verringert, gut zu wissen. Ach, die merken wieder nach Talle.
Ach, wir haben's bald. Da, 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 da. War noch zwei. Das ist fertig im Winter. Und da würde ich dann Symbole-Projekt machen, wenn wir eigentlich das hatten. Deiner möchte auch wieder gehen, darf aber nicht. Ich weiß nicht, irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Das hatte ich vergessen. So ein Scheiß! Danach müssen wir das freischalten. Das ist, schaltet folgende Spezialprojekte frei: Weltraumspiegel starten, verbessert Temperatur und Magnetschild starten, verringert davon Atmosphäre. Viel über die Planetenansicht. Ich werde erstmal das ein bisschen. Löschen, 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 löschen. Saat gut. Das nächste, was wir machen, da machen wir das doch so. Oder was ist das da unten? Das ist eigentlich die Suche, das kommt wieder 50 Jahre später oder was? Ach, war es das schon? Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis demnächst. Bye, bye.